Was machst du denn, wenn dich morgen dein Vorgesetzter fragt, wie fühlen Sie sich in der Arbeit und was halten Sie vom Chef? Super. Sagst, also hier, das ist so sinnlos in der Arbeit, weil ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Der Chef ist ein Arsch. Ich für mich habe entschieden, sehr authentisch zu sein. Das macht übrigens nicht immer Freunde. Auch das kann ich aber nur sagen, sollte sich jeder Einzelne mal an seinen Platz fragen, ist er frei, tut er das, was er tut, weil er es gerne tut oder weil er sich verbiegt oder weil er es aus Existenzangst macht. Ich habe eigene Unternehmen gehabt, eine Firma an die Börse geführt. Das, was ich sehe, das ist ein morphogenetisches Feld, das ist die Aura. Viele Menschen können aus diesen Bereichen Informationen generieren. Ich weiß, ein ganz großer Konzern, da ist ein Global Player, der seine 30 Top Vertriebsleute jedes Jahr mit einem Schamanen zusammensteckt. Also die nutzen diese Sensitivität, diese Kreativität, die dort aus diesem feinstofflichen Bereich kommt, aus unserer Intuition und wissen, dass da echt richtig Potenzial drinnen steckt. Für mich ist, wenn ich Unternehmen heute berate, coache, der ganzheitliche Ansatz, also weg vom klassischen Consulting, Zahlen, Daten, Fakten, sondern tatsächlich dieses Körper, Geist und Seele. Es gibt so oft Menschen, die sagen, Mensch, ich weiß, was ich zu ändern habe und wenn sie es lang genug nicht tun, kommt irgendwann der große Gong. Das ist, was ich so ein Stück weit schade finde, dass die Leute erst unter extremen Krisen oder Schmerzen wirklich Bereitschaft haben, was zu ändern. Man könnte es deutlich vorher schon. Ah, jetzt wird's spannend. Jetzt geht's in die Tiefe.